Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Marco Messina von ShareDeals.de. Heute dreht sich alles um Kryptowährung. Dafür habe ich mir den Experten Sascha Huber an meine Seite geholt. Moin Sascha. Ja, hallo, nach Bremen, glaube ich, bist du. Ja, genau. Sascha, fast auf den Tag genau vor einem Jahr, also am 12. März des letzten Jahres, sackte der Preis für den Bitcoin auf unter 5.000 Dollar ab. Parallel sausten die Aktienkurse auf mehrjährige Tiefstände. Die Corona-Pandemie hatte die Weltmärkte eigentlich fest im Griff. Jetzt, knapp ein Jahr später, notierte Bitcoin aktuell heute bei über 54.000 Dollar und damit weit über 1.000% höher als noch vor 12 Monaten. Die Stimmen werden lauter, dass er in diesem Jahr sogar auf einen Preis von 250.000 Dollar steigen kann. Aber Vorsicht, es besteht die Möglichkeit, dass sich die satten Gewinne in wenigen Tagen in Luft auflösen. Hast du die Bitcoins über ein Jahr lang gehalten, ist der Verkauf nach dieser Haltefrist anders als bei Aktien nämlich steuerfrei. Besteht dadurch das Risiko, dass der Kurs in wenigen Tagen massiv einbrechen wird, weil die Anleger steuerfreie Kursgewinne realisieren? Sascha, du als ausgewiesener Experte für die Kryptowährung, wie schätzt du diese Situation ein? Ja, ich werde zuletzt erstaunlicherweise oft danach gefragt. Also du bist jetzt nicht der Erste, der das macht. Okay. Ergibt ja im Prinzip auch einen gewissen Sinn. Man kann ja sagen, okay, wer da am 10., 11., 12., 13. März gekauft hat für, sagen wir mal, 5.000 Dollar, der hat jetzt sein Geld verelfacht, kann das steuerfrei vereinnahmen. Auf der anderen Seite muss man aber auch sehen, man hat sein Geld eben verelfacht. Also es war wahrscheinlich für die meisten das beste Investment oder eins der besten Investments, was sie je gemacht haben. Absolut, ja. Die Steuerfreiheit bleibt bestehen. Das heißt, wer jetzt nicht verkauft, sondern weiterhält und vielleicht nächstes Jahr nochmal doppelt so hohe Kurse hat, der zahlt immer noch keine Steuern drauf. Hingegen, wer jetzt rausgeht und vielleicht versucht, dann nochmal 10% tiefer oder tiefer, sagen wir mal, allgemein einzusteigen, der müsste wieder mindestens ein Jahr halten und ja, hat er dann auch die Unsicherheit, ob er in einem Jahr dann wirklich höher steht. Und insofern sehe ich jetzt das grundsätzliche Problem so nicht. Es wird sicherlich vereinzelt Leute geben, die Gewinne mitnehmen, aber jetzt in der breiten Masse sehe ich es nicht. Und das Zweite, was man auch noch sagen muss, jeder, der das, sagen wir jetzt mal, mit Bitcoin angefangen hat vor einem Jahr und jetzt da sein Geld verzehnt, verelfacht oder mehr hat, der hat ja gute Erfahrungen mit Kryptos gemacht. Das heißt, selbst wenn der jetzt bei Bitcoin auscasht, bleibt der wahrscheinlich zumindest dem Kryptomarkt in gewisser Weise treu. Vielleicht steckt er nicht alles wieder in andere Kryptowährungen, aber zumindest ein Teil. Und insofern glaube ich jetzt nicht, dass das ein großes Problem ist. Zuletzt muss man natürlich dann auch noch erwähnen, es ist natürlich eine steuerliche Situation, die für Deutschland gilt. Also ich weiß jetzt nicht, ich glaube, USA ist das ähnlich, aber es gibt halt auch viele Länder, wo das nicht so ist. In Asien, Japan oder so, wo man zum Beispiel immer Steuern zahlen muss. Und ja, der deutsche Kryptomarkt ist jetzt nicht, ja, man kann jetzt nicht sagen unbedeutend, also er ist schon, hat eine gewisse Bedeutung erreicht, aber natürlich im internationalen Kontext ist es jetzt auch nicht der führende Markt. Das muss man auch ganz klar sagen. Okay. Es könnte ja auch sein, dass der Anleger einfach nur sein eingesetztes Kapital rausholt und den Rest als steuerfreie, risikolose Position weiterlaufen lassen könnte, ne? Ja, das wäre ohnehin, also so habe ich es damals auch gemacht. Als ich meine Bitcoins gekauft habe, ich hatte den eigentlich schon beim Start beobachtet, damals bei einem Startup in München, wo ich gearbeitet habe, das es heute nicht mehr gibt. Die sind aufgekauft worden von einem japanischen Unternehmen und mittlerweile geschlossen. Und wir hatten das da halt live verfolgt, haben uns eigentlich ein bisschen lustig drüber gemacht 2009, als das gestartet ist, haben gesagt, ja, das wird die neue Weltwährung, hahaha. Und dann habe ich 2, 3 Jahre später zufällig im Internet die Kurse gecheckt und habe dann festgestellt, der Kurs ist von 0,00 irgendwas. Also man hat zur Anfangszeit fast 1500 Bitcoins für einen Dollar bekommen. War es dann umgekehrt. Also da war der Kurs schon bei 10 Dollar, 12 Dollar und weiter am Steigen. Und dann dachte ich mir, ja, hätte ich damals auch nur einen Dollar riskiert, wäre das schon mal eine gute Sache gewesen. Habe dann halt bei knapp 25 Dollar 20 Bitcoins erstanden, später dann nochmal ein paar dazu gekauft, 3 Stück, um genau zu sein. Ja, bei 100 Dollar war das etwa. Und habe dann auch, als er dann bei 800 oder 1000 irgendwo war, dazwischen habe ich dann halt den Einsatz rausgenommen. Das heißt, dann habe ich einen Bitcoin wieder verkauft. Und grundsätzlich, ja, ist das auch ein Ansatz, den man durchaus verfolgen kann. Gerade auch, wenn man nicht nur Bitcoin, sondern auch andere Kryptowährungen mit in Betracht zieht und damit herumspekuliert. Es sind natürlich, muss man sagen, es ist großes Potenzial, aber Chancen und Risiken sind immer zwei Seiten der gleichen Medaille. Kann natürlich auch alles
theoretisch auf Null fallen. Und insofern, wer jetzt da irgendeinen anderen Coin oder Token sich ausgesucht hat und vielleicht damit auch sein Geld schon vervielfacht hat, zuletzt beispielsweise dieses Chiliz, das von 2 Cent auf 30 Cent gestiegen ist, also auch ver-15-facht in ein paar Wochen, da würde ich immer empfehlen, auf jeden Fall ja zumindest den Einsatz rauszunehmen. Man schläft dann auch ruhiger, weil man weiß ja, man kann definitiv nichts mehr verlieren. Also man verliert höchstens das, was man gewonnen hat. Man kann natürlich auch ein bisschen mehr machen bei einer Ver-30-fachung oder sowas. Kann man natürlich auch sagen, okay, ich nehme die Hälfte raus. Dann habe ich auch schon einen gewissen Gewinn sogar gesichert. Aber grundsätzlich Risikomanagement in dem Bereich halte ich für sehr wichtig. Okay. Man sieht ja, du bist Bitcoin-Pionier, einer der Bitcoin-Inhaber der ersten Stunden. Der Bitcoin ist ja die bekannteste Kryptowährung. Warum ist gerade so der Bitcoin gefragt und welche Alternativen siehst du aktuell für Privatanleger als extrem interessant an? Also man muss sagen, der Bitcoin ist so eine Art Dosenöffner gewesen. Er war die erste Kryptowährung. Es gab lange Zeit auch nur Bitcoin. Es gab dann ein bisschen später, ein paar Monate später auch den Litecoin noch als Nummer 2. Aber das waren so im Prinzip die ersten beiden Kryptowährungen, die es gab. Und das war 2009, 2010, 2011, glaube ich, waren das auch die beiden einzigen, die man überhaupt kaufen konnte. Und insofern, wie gesagt, ist der Bitcoin sicherlich so ein Pionier. Er ist ursprünglich als Zahlungssystem, als alternatives Zahlungssystem auch gegenüber den Banken oder als Konkurrenz zu den Banken entstanden aus der Finanzkrise damals heraus. Und man muss ganz klar sagen, als Zahlungssystem ist er eigentlich gescheitert, weil er kann eigentlich nur 7, wenn man es ein bisschen hochskaliert, vielleicht 12, 13, 14, 15 Transaktionen pro Sekunde abwickeln. Wenn man jetzt mal Lightning Network und sowas außen vor lässt, was jetzt in die Tiefe gehen würde. Aber wenn man die reine Blockchain, also die reine Bitcoin-Blockchain nutzen würde, dann kommt man kaum über 20 Transaktionen, sagen wir mal, hinaus, auch wenn man da technisch noch Verbesserungen vornimmt. Und das ist natürlich deutlich zu wenig. Visa beispielsweise wickelt mehrere tausend Transaktionen pro Sekunde ab. Und wenn da der Bitcoin kann da mit seinen 20, die er vielleicht mal irgendwann schaffen wird, nicht anstinken. Insofern ist er da gescheitert, aber er ist halt inzwischen zu einer Art digitalem Gold geworden, mit halt zusätzlicher Bezahloption, wo ich mit einer Goldunze im Supermarkt an der Kasse nicht bezahlen kann, akzeptiert Edeka beispielsweise Bitcoin sehr wohl oder auch verschiedene Lieferdienste, die jetzt hier in der Pandemie jetzt aktuell auch stark profitieren. Lieferando beispielsweise kann man auch mit Bitcoin bezahlen. Okay. Aber grundsätzlich ist es, wie gesagt, nicht das beste Zahlsystem und ich würde auch eigentlich keinem raten, seine Bitcoins für eine Pizza auszugeben. Das hat ja mal jemand gemacht im Jahr 2012 oder so. Mhm. Er hat 2 Pizzas für damals 5.000 Bitcoins bezahlt. Da sieht man, was das auch damals noch für ein niedriger Kurs war. Ja, und man kann sich auch ausrechnen, was diese Pizzas heute wert wären. Deswegen wird ja auch dieser Tag immer als Feiertag in der Community so ein bisschen begangen, als Bitcoin-Pizza-Day. Ja, die teuerste Pizza der Welt. Ja, kann man so sagen. Du bist ja, glaube ich, sogar Italiener. Halber Italiener. Halber Italiener. Also insofern freut es dich vielleicht, dass die Pizza so teuer war, aber grundsätzlich im Nachhinein ja, hätte er es wohl besser nicht gemacht. Wobei ich glaube, der es gemacht hat, der hat auch noch ein paar tausend Bitcoins immer noch. Also ganz so schlimm ist es für ihn nicht. Trotzdem, ja, war das natürlich teuer im Nachhinein. Ja, für eine gute als Zahlsystem, also wie gesagt, gescheitert, aber halt so als eine Art digitales Gold durchaus mit Bezahloptionen dann halt. Und wie gesagt, Dosenöffner für den Kryptomarkt. Und da hat sich dann ein ganzes Ökosystem drum entwickelt. Und insbesondere die Nummer 2, Ethereum, ist natürlich dann sehr, sehr aussichtsreich. Vor dem Hintergrund der Gründer von Ethereum, Vitalik Buterin, also einer der Gründer oder der Hauptideengeber zumindest, der hat damals World of Warcraft gespielt, hat irgendein Schwert sich da erkauft oder erspielt, ich kenne das Spiel gar nicht, und dann irgendwann hat der Hersteller ihm das entzogen und er war ein kleines Kind, hat dann tagelang oder nächtelang geweint, weil da sein tolles Schwert weg war. Man hat sich dann überlegt, woran liegt das denn überhaupt, dass das geht, und kam auf den Trichter, ja, das liegt daran, dass eben dieser Hersteller oder dieser Betreiber dieses Spiels quasi die Kontrollinstanz ist und alles machen kann, was er möchte, und hat sich dann überlegt, ja, es müsste eigentlich so einen dezentralen Ansatz eher geben, dass eben nicht einer zentral entscheidet, was Sache ist, sondern dass das eben dezentral gemacht wird, ist dadurch auf Bitcoin gestoßen, ist an die Entwickler herangetreten, hat gesagt, wir müssten das noch erweitern um sogenannte Smart Contracts halt. Und die Bitcoin-Entwickler haben das damals abgelehnt, was man auch zum Teil nachvollziehen kann, weil der Bitcoin halt der erste
die erste Kryptowährung war, die auch schon ein paar Milliarden zu dem Zeitpunkt dann immerhin wert war. Und da stand halt auch schon was auf dem Spiel. Und jeder Entwickler kennt das, wenn man an einem bestehenden System irgendwas neu hinzufügt, einbaut, hat das natürlich auch immer gewisse Sicherheitsrisiken. Und wie gesagt, die Bitcoin-Entwickler, die ohnehin relativ fundamentalistisch sind, haben das dann halt abgelehnt und daraufhin hat er Ethereum gegründet. Das hat dann ein paar Jahre gedauert, bis das ins Leben gerufen wurde. Und Ethereum ist halt eine leistungsfähigere Plattform, kommt zuletzt aber auch schon an Grenzen. Und das geht dann halt so immer weiter, die technische Entwicklung, genau wie bei den Computern, angefangen mit dem C64 oder dem Apple I, über den, weiß ich nicht, Pentium-PC bis heute halt zum Smartphone, was ja auch schon quasi ein Computer ist, den man sich in die Tasche stecken kann. So gibt es eben bei Kryptos auch der Bitcoin, der Ursprung. Vor 12 Jahren, am 3. Januar 2009 gestartet. Dann kam Ethereum als Nachfolger, wenn man so will, so ein bisschen 2015, glaube ich, ins Leben gerufen. Und zuletzt dann ganz groß im Kommen ist dann Polkadot. Das ist dann schon die nächste Entwicklungsstufe. Und es wird wahrscheinlich in Zukunft auch noch weitere geben. Und das ist auch der Grund, warum man nicht unbedingt nur auf den Bitcoin setzen sollte, aber weil er halt die Krypto-Leitwährung ist und immer eine gewisse Funktion hat, sollte man auch auf ihn setzen. Also meine Gewichtung zum Beispiel ist aktuell, dass der Bitcoin ein bisschen gut, bei mir ist es durch diese Kursexplosion so hoch, aber wenn ich das jetzt aktuell gewichten müsste, würde ich Bitcoin wahrscheinlich mit 20% gewichten und Ethereum und Polkadot jeweils mit 25% und die restlichen 30 würde ich dann auf ein paar Altcoins halt noch verteilen. Okay, das ist eine sehr, sehr interessante Aufstellung, die du da hast. Auch eine sehr wichtige Information, wie ich finde, denn der Boom zieht ja derzeit im Moment jede Menge Neugierige an. Also ich erlebe es ja, alle 2, 3 Tage steht irgendwo in der Bildzeitung etwas über Bitcoin und wie man damit angeblich Geld verdienen kann. Im Fokus waren irgendwie jetzt 50 Fragen zum Bitcoin und da sind ja alles Newbies. Also ich erlebe es in meinem eigenen Umfeld, da sind Menschen, die haben noch nie eine Aktie besessen und wollen urplötzlich Bitcoin kaufen. Was ist dein Rat an diese Frischlinge, die jetzt zum ersten Mal in den Kryptomarkt einsteigen wollen, ohne wirkliche Vorkenntnisse zu haben? Also grundsätzlich halte ich das für eine gar nicht so schlechte Idee. Man muss sich ja klar machen, es gibt 21 Millionen Bitcoins letztendlich nur. Davon sind auch schon ein paar Millionen, ich glaube aktuell wirklich jetzt 4,5 Millionen verloren gegangen. Aber sagen wir mal, bis diese 21 Millionen am Schluss stehen, es fehlen ja noch 2,5 etwa, gehen ja noch ein paar verloren. Sagen wir, am Schluss gibt es 15 Millionen. Und ja, also das Angebot ist dementsprechend eng begrenzt. Die Nachfrage steigt, gerade wenn auch Jüngere kommen, die auch dann so ähnlich wie Netflix gegen die Fernsehsender. Wenn ich da gucke, ich habe einen 14 Jahre jüngeren Bruder, der guckt auch kein lineares Fernsehen mehr, kein ZDF mehr oder RTL kaum noch, sondern halt Netflix und Amazon Prime. Und so ist das halt bei den Kryptos auch. Das heißt, die ältere Generation, zu der ich ja auch noch gehöre oder du auch noch so ein bisschen gehörst, die beschäftigen sich durchaus auch noch zumindest mit Aktien. Ich zusätzlich auch mit Kryptos. Aber grundsätzlich sind wir dem Aktienmarkt auch noch treu. Aber die Jüngeren fangen vielleicht auch schon an und interessieren sich überhaupt nicht mehr für Aktien oder nur noch begrenzt für Aktien und investieren in Kryptowährungen. Und aufgrund dieses Ansatzes, dass halt die Nachfrage steigt und das Angebot eben begrenzt ist, kann man davon ausgehen, dass langfristig die Kursentwicklung durchaus noch weiter nach oben gehen kann. Allerdings muss man sich auch klar machen, es gibt kurzfristig immer wieder starke Schwankungen. Ich selber habe 2011, Ende 2011, die Bitcoins damals gekauft. Damals für, wie gesagt, knapp 25 Dollar. Ein paar Wochen später stand er dann bei 1200 in der Spitze, ist dann aber teilweise auch auf unter 200 wieder gefallen. Das muss man sich auch klar machen. Das war dann gesechstelt vom Top aus. Dann 2017 im Hype stieg er dann von etwa 200 auf 20.000, war wieder eine Verhundertfachung. Anschließend ging es aber auch wieder auf 3200 etwa zurück, war dann auch wieder eine Sechstelung. Also das ist so ein bisschen, muss man sich klar machen, dass es da immer mal wieder zu Kursverlusten von 80% und auch mehr kommt. Und die Kunst ist das natürlich dann auszuhalten, weil bei Aktien würde man sagen, setz einen Stop-Loss und lass die Aktien in Ruhe, weil wenn eine Aktie 80, 90% fällt, dann ist das in der Regel, ist da was faul. Und meistens kommen die Unternehmen nicht zurück. Apple vielleicht als einziges oder eines der wenigen Gegenbeispiele. Bei Kryptos ist das in der Vergangenheit meistens anders gewesen, wobei man auch da sagen muss, das gilt auch nicht für alle. Wenn man sich zum Beispiel Verge anguckt, der 2017 von John McAfee nach oben gepusht wurde bis auf 30 Cent, der krebst heute immer noch bei 2, 2,5 Cent rum und wird wahrscheinlich die 30 so schnell auch nicht mehr wieder sehen. Also es sei denn, John McAfee pusht den vielleicht nochmal irgendwie, obwohl es eigentlich gar kein so schlechtes Projekt ist. Also insofern muss man da schon sagen, es gilt nicht für alle, aber gerade für die großen führenden Projekte wie Bitcoin, Ethereum, Polkadot und noch ein paar andere kann man schon sagen,
dass die zwar zwischenzeitlich auch mal 80% und mehr fallen, aber dann meistens dann doch wiederkommen, weil es eben auch gute Projekte sind. Ja, und was die Einsteiger betrifft, muss man zwei Sachen sagen. Zum einen, haltet euch fern von irgendwelchen dubiosen Angeboten. Also zuletzt ist öfter so eine Betrugsmasche gewesen, dass angeblich Frank Thelen oder irgendwelche anderen Promis irgendwelche Bitcoin-Trading-Systeme empfehlen würden. Und da ist mir auch selber, habe ich schon zwei Anrufer gehabt, die mich dann gefragt haben, ja, sie haben da Tausende von Euro hinüberwiesen und irgendwie meldet sich jetzt keiner mehr. Das fängt auch immer leicht langsam an. Also die sagen, ja, überweist 200 € oder 250 Euro an uns und probier es halt einfach mal aus. Da sagt jeder, ja, okay, 250 Euro kann ich verkraften, selbst wenn das ein Betrug ist, und macht das. Und dann wird halt quasi simuliert, das Geld würde mehr werden. Also es gibt dann auch einen Zugang und ein Konto und das Konto wächst jeden Tag. Aber tatsächlich ist das nicht realistisch, sondern ist einfach nur ein Fake-Konto, das halt jeden Tag wächst und irgendwann heißt dann, ja, aus ihren 250 Euro sind, keine Ahnung, 50.000 geworden. Dann sagen die Leute, ja, geil, habe ich jetzt, keine Ahnung, mein Geld verzweihundertfacht im halben Jahr, das möchte ich jetzt gerne auszahlen. Und dann geht es halt los, ja, das geht aber nicht so ohne weiteres, da muss man erst noch Gebühren zahlen und Steuern zahlen und dann werden 10.000, 20.000 Euro dahin überwiesen für Gebühren und Steuern und dann geht es weiter. Ja, da gibt es noch eine Sondergebühr oder eine Sondersteuer oder noch irgendwelche Transaktionskosten. Ja, und das Ende vom Lied ist dann halt, dass die Leute 50.000, 100.000 Euro am Schluss dahin überwiesen haben und nichts erhalten, weil es einfach nur Fake war, weil es einfach nur vorgespielt wurde. Also da sollte man sich fernhalten. Eine ganz neue Masche in dem Zusammenhang ist auch, es gibt in China die People's Bank of China, also die offizielle Notenbank, die hat eine eigene Kryptowährung kreiert, die in China auch schon getestet wird. Die dürfen aber nur die hochrangigen Kommunisten, also aus der Partei oder Staatsführung, dürfen die testen. Die kriegen teilweise ihr Gehalt, ihren Lohn in dieser Kryptowährung halt ausgezahlt und dürfen die halt testen. Und die würden sich natürlich hüten, das ins Ausland zu verschachern. Ich meine, es ist ein kommunistisches System, wenn das auffliegen würde. Man hat ja Jack Ma gesehen, was da schon passiert ist, als er nur einen dummen Kommentar da abgegeben hat. Aber es gibt halt jetzt im Internet solche Maschen, ja, wer in die chinesische Währung investiert, das ist auch ein No-Brainer, das geht dann durch die Decke, verzehnfacht, verhundertfacht sich und das geht halt nur bei diesen speziellen Anbietern und es fängt meistens halt mit dem Betrag 250 Euro an, warum, keine Ahnung. Fakt ist, es wird dann immer simuliert halt, dass das ein ganz tolles Geschäft sei und am Schluss soll man Gebühren und Steuern bezahlen, muss man sich auch klar machen, also wenn man ein Konto bei der Deutschen Bank hat oder ein Depot und jetzt würde sich irgendeine Aktie davon also man hat 5.000 Euro investiert und die würde auf 50.000 steigen, dann würde die Deutsche Bank niemals auf die Idee kommen zu sagen, wir machen deine Steuererklärung für dich. Also das muss man normalerweise schon immer selbst machen. Abgeltungssteuer mal außen vor gelassen, wo vom Staat halt vorgegeben ist. Und ja, da sollte man halt schon klar hinterfragen, bevor man da irgendwo in irgendwelche Länder, meistens sind es irgendwelche osteuropäischen Länder, aber ich will jetzt hier auch niemanden diskriminieren oder so, bevor man da irgendwie 20.000 Euro hinschickt für angebliche Steuern und Gebühren. Also das ist eine Betrugsmasche, da sollte man nicht drauf reinfallen. Grundsätzlich sollte man halt definitiv mit den größeren anfangen, also die drei genannten Bitcoin, Polkadot, Ethereum, vielleicht noch Cardano. Kann man dazu nehmen, also die drei, vier, fünf großen. Es gibt ja im Internet die Seite CoinMarketCap.com, da sind die alle aufgelistet und die Top-Kryptowährungen da, die kann man nehmen. Dann gibt es noch eine Ausnahme, Tether ist ein sogenannter Stablecoin, der ist also wie soll man sagen, also fest an den Dollar gebunden. Das heißt, der Kurs wird immer um einen Dollar herum schwanken. Den sollte man vielleicht dann nicht als Investment nehmen, weil da hat man kein Kurspotenzial. Man hat natürlich auch wenig Risiko, aber eben, man kann da auch nicht auf steigende Kurse mit wetten. Also der steht auch in den Top 10. Den sollte man da weglassen. Es gibt auch noch ein paar andere Stablecoins, wenn man die Liste durchgeht. Also alle, die so um den einen Dollar herumstehen, sollte man immer erstmal gucken, ob das nicht ein Stablecoin ist. Aber ansonsten, wie gesagt, wenn man mit den großen anfängt, Bitcoin, Ethereum, Polkadot, Cardano, kann man zumindest nicht ganz viel falsch machen. Und dann muss man sich halt entscheiden, wo man das macht. Es gibt in Deutschland halt die Seite bitcoin.de, wo man es machen kann, ohne jetzt hier Werbung machen zu wollen. Ich kenne den Chef da ganz gut. Von daher ist das auf jeden Fall ein seriöser Anbieter, der auch einmal im Jahr vom Notar geprüft wird, dass die ganzen Coins und alles, die Bestände wirklich dort sind. Es kostet dann natürlich ein bisschen mehr. Ich meine, wenn so ein Notar und deutsches Rechtssystem und deutsche Angestellte, die verdienen auch ein bisschen mehr. Absolut. Also die Ordergebühren sind da höher. Es eignet sich auch nicht für Trading. Also da muss man wirklich sagen, wer in Bitcoin investieren will, wer den wirklich
am besten mehrere Jahre halten will, der kann über bitcoin.de gehen. Wer natürlich wirklich traden will und da kurzfristige Gewinne in Sekunden oder Minuten oder Stundentakt zumindest machen will, der braucht eine richtige Kryptobörse. In Deutschland gibt es dann noch die Bison-App und in Österreich, deutschsprachiger Raum, gibt es noch Bitpanda. Allen gemeinsam ist, dass sie zuletzt unter dem hohen Andrang leiden. Das heißt, wenn man sich jetzt da erst ein Konto eröffnet, kann es sein, dass das ein paar Tage dauert, bis man da verifiziert ist und alles. Und ansonsten, wer dann eher Richtung Trading gehen möchte, wer also wirklich dann auch im kurzfristigen Sekunden-Stundenhandel sowas, der muss dann schon zu anderen Anbietern gehen. Und mein Favorit in dem Bereich ist Binance. Da gibt es dann auch immer wieder Vorbehalte, weil es grundsätzlich aus China kommt, aber mittlerweile immerhin eine europäische Tochter in Malta schon mal hat, was schon mal ganz gut ist, weil sie dann auch der entsprechenden EU-Regulierung ja unterliegen. Nichtsdestotrotz, es gibt manchmal Probleme oder steht zumindest im Internet so, dass Auszahlungen entweder ja verweigert werden oder halt verzögert werden zumindest. Okay. Mir persönlich, ich bin seit 2017 da Kunde, ist das noch nicht vorgekommen, muss ich sagen, aber es gibt halt vereinzelt, deswegen weise ich an dieser Stelle auch gerne darauf hin. Verzögerungen, muss man auch sagen, müssen nicht unbedingt immer an Binance selbst liegen. Also zuletzt hatten alle Kryptobörsen, aber auch andere Dienstleister, zum Beispiel DEGIRO, ein Broker, hatte auch Probleme mit den Auszahlungen, ganz einfach, weil ein System der Fed, also der amerikanischen Notenbank, gehackt worden ist. Und ja, solange wie das halt nicht lief, das ist 5 Stunden ausgefallen, solange ist der internationale Zahlungsverkehr quasi gar nicht gelaufen. Und da leiden dann natürlich auch Kryptobörsen drunter. Grundsätzlich ist aber so bei Binance, was man auf jeden Fall immer machen kann, was bei mir definitiv immer funktioniert hat und auch immer in Sekunden funktioniert hat, man kann sein Geld natürlich einmal in Euro oder halt Dollar oder halt anderen Währungen, australische Dollar, türkische Lire und was da alles gibt, auszahlen lassen. Da ist man natürlich in diesem Bankensystem und da gibt es halt auch diese Berichte, dass es hin und wieder mal Probleme gibt. Wo es bei mir aber noch nie Probleme gab, man kann natürlich sein Geld auch in Krypto auszahlen lassen. Das heißt, ich kann zum Beispiel Bitcoins an meine eigene Wallet senden oder halt andere Kryptowährungen. Und das hat bei mir immer in wenigen Sekunden funktioniert. Und ich persönlich hatte generell noch nie Probleme bei Binance, aber mit Kryptos auch vom zeitlichen her. Also klar, wenn natürlich die Bitcoin-Blockchain mal überlastet ist, dann dauert es da generell lange oder Ethereum. Aber wenn man kleinere nimmt, wie zum Beispiel Cardano oder Neo aus China, also das ging bei mir immer in Sekunden. Okay. Sascha, vielen lieben Dank. Da sind viele gute Informationen für unsere Zuschauer dabei, die sich im Moment mit der Kryptowährung beschäftigen, aber da noch gar nicht so die großen Informationen haben. Für die es jetzt zu schnell ging, ich werde die wichtigsten Daten hier unter dem Video hier in der Beschreibung mit reinsetzen. Da könnt ihr das nachlesen und seid dann auch direkt auf die wichtigsten Informationen verlinkt. Du sagtest digitales Gold. Die Stimmen sind ja lauter. Ich habe das ja am Anfang schon mal gesagt, dass der Preis auf über $250.000 steigen könnte. Ich persönlich weiß, du hast ein persönliches Kursziel, was da deutlich drüber liegt. Siehst du die $250.000 für dieses Jahr als realistisch an? Also grundsätzlich habe ich mich ja oder beschäftige ich mich ja schon seit Jahren damit und habe halt festgestellt, dass der Bitcoin in gewissen Zyklen läuft. Und immer nach ein halbes Jahr etwa, ein halbes Jahr bis 9 Monate nach einem sogenannten Halving, also wenn die Belohnung der Miner halbiert wird, ist es zu einer Mega-Rallye gekommen. Deswegen habe ich letztes Jahr im Februar in einem Video mit einem Kollegen von dir auch gesagt, dass ab November eine große Rallye kommen wird und das ist dann auch so eingetreten. Es war so spätestens ab November war eigentlich klar, dass es nach oben gehen muss. Jetzt in der Vergangenheit war es im Zyklus immer so, dass vom vorhergehenden Tief aus sich der Bitcoin etwa verhundertfacht hat und anschließend wieder gesechstelt. Das sind natürlich immer Ungefährwerte, jetzt nicht auf den Cent genau rechnen. Ja. Dementsprechend könnte er natürlich, er war im Tief bei 3.000, 3.200, verhundertfacht kann man sich ausrechnen, wären wir bei 300.000 irgendwo. Ganz so hoch möchte ich da aber gar nicht greifen und glaube auch gar nicht, dass es in diesem Jahr so hoch geht. Das längerfristige Kursziel, was ich habe von 1 Million, das, was du vielleicht so ein bisschen im Hinterkopf hast, ganz genau. Das sehe ich aber nicht dieses Jahr oder nächstes Jahr ist realistisch an. Ich glaube, dass wir zwischenzeitlich sogar noch mal einen heftigen Einbruch, wie gesagt, um mehr als 80% sogar auch wieder sehen werden, der sogenannte Kryptowinter. Das halte ich frühestens, also wenn alles perfekt läuft, vielleicht 2025, 2026 für realistisch, kann aber durchaus auch 2030 werden. Also das muss man halt ganz klar sehen. Es ist natürlich auch schwieriger für jedes Investment seinen Kurs zu verhundertfachen, wenn der Kurs schon hoch ist. Also von 5.000 auf 500.000 ist genauso eine Verhundertfachung wie von 5 Cent auf $5. Aber natürlich von 5 Cent auf $5 ist
ja, ist ein bisschen einfacher. Ja, absolut. Und deswegen, ja, also ich glaube, dass man da noch großes Potenzial hat. Ich warne aber auch davor, jetzt zu glauben, das ist so ein absoluter No-Brainer. Man kauft jetzt bei 55.000, so wie das letztes Jahr bei 5.000 vielleicht schon geklappt hat, bei vielen. Und nächstes Jahr stehen wir schon bei 500.000. Das wird so nicht sein. Ich warne gerade jetzt aktuell auch davor, weil gerade so viele neue in den Markt kommen, die teilweise dann auch direkt am ersten Tag schon 30, 40, 50% Gewinn haben und sich dann für die großen Experten schon halten. Wie gesagt, ich mache das schon ein paar Jahre, habe schon zwei, drei Einbrüche miterlebt. Ich hatte halt das Glück, dass ich sehr früh eingestiegen bin. Das heißt, wäre ich bei 25 Dollar habe ich gekauft, dann ist der bis 1200 gestiegen und dann auf 200 eingebrochen. Aber bei 200 hatte ich ja immer noch verachtfacht. Das heißt, ich war ja nicht nervös und ich hatte ja meinen Einsatz auch schon rausgenommen. Die ursprünglichen mal investierten da 500 Dollar. Und insofern konnte ich das einfacher durchstehen. Aber wer jetzt natürlich bei 55.000 kauft und jetzt vielleicht Pech hat und nächstes Jahr steht er vielleicht nur noch bei 20.000, ja, ob der das dann auch so ohne weiteres durchhält. Ich weiß, die Leute, die das jetzt hören, die werden immer sagen, ja, ist doch egal, ging ja immer hoch, halte ich locker durch. Aber wenn es dann tatsächlich soweit ist, also es ist immer was anderes, ob man das nur sagt oder sagen muss oder ob man das tatsächlich schwarz auf weiß da sieht. Und ja, ich habe zum Beispiel einen Arbeitskollegen von meinem Papa, der ist 2017, die sind beide in Rente mittlerweile, beide in Luxemburg gearbeitet haben, also auch eine gute Rente. Und der wollte 2017 in Kryptos einsteigen. Ich habe ihm damals auch gewarnt, dass wir schon recht weit gelaufen sind. Er hat 5.000 Euro da investiert. Durch Stoppkurse hat er dann nach einem Jahr 27% etwa verloren oder sagen wir auch 30%, es waren 1.300 Euro, waren halt weg. Er hatte auch 3.700, die hat er dann ausgecashed. Und hätte er das bis heute durchgehalten, wäre das Depot jetzt über 30.000. Aber er hat damals auch gesagt, ja, ich bin Rentner, ich kriege eine hohe Rente, das ist nur eine Monatsrente von mir, diese 5.000 Euro, das ist kein Problem. Ja, trotzdem hat er es nicht durchgehalten und hat dann nach einem Jahr 1.300 Euro Verlust realisiert. Und wie gesagt, hätte er es bis heute durchgehalten, hätte er 500% Plus gehabt. Und das ist halt der Unterschied. Und wie gesagt, ich warne davor, das auf die leichte Schulter zu nehmen, jetzt zu sagen, okay, ich kaufe bei 55.000 und wenn der auf 20.000 fällt, ist mir scheißegal, das stehe ich locker durch. Sagen kann das jeder, die meisten werden es aber nicht machen und das ist dann eben das Problem, weil auch das Timing ist natürlich sehr schwierig. Also man weiß halt vorher nie genau, hinterher weiß das natürlich immer jeder. Aber vorher weiß natürlich niemand, ist das Tief jetzt bei 20.332 oder bei 11.555. Und mal angenommen, er fällt jetzt von 55.000 auf 20.000 und dann steigt einer aus und danach fällt er weiter auf 12.000, dann denkt er erstmal auch, ja, habe ich noch super gemacht, habe noch 8.000 gerettet. Nur verpasst er dann meistens auch den Wiedereinstieg. Das kommt ja noch hinzu. Also es ist ja nicht nur so, dass er eben rausgeht mit Verlust eventuell, sondern vielleicht dreht er dann irgendwann bei 12.000 und bis er das dann wieder merkt, dass es wieder nach oben geht, stehen wir schon wieder bei 30.000, dann muss er schon wieder teurer kaufen. Ja, und dann ist auch die Frage, ob er das nochmal macht nach den vorherigen Verlusten, die er da realisiert hat. Also insofern, wie gesagt, das hinterher ist immer ganz einfaches Reden. Das ist nicht so einfach, wie man das in der Theorie sich immer so vorstellt. Und da wäre ich sehr, sehr vorsichtig. Ja, hin und her macht Taschen leer, ist genauso wie am Aktienmarkt. Abschließend noch ein Thema oder zwei Themen, NFT und DeFi, das sind im Moment so ganz heiße Themen. Also gerade DeFi, also die dezentralen Finanzen, das ist eine neuartige Form an den Finanzmärkten. Über beides ist noch nicht so viel bekannt. Kannst du unseren Zuschauern ganz kurz und knapp erläutern, was sich dahinter verbirgt und bei welchen Token du da Chancen in der Zukunft siehst? Also über beides könnte man jetzt ein Video drehen über mehrere Stunden. Ich versuche das jetzt mal möglichst kurz zu machen. NFT steht für Non-Fungible Token. Das sind im Prinzip spezielle Token. Angefangen hat das 2017 mit den Crypto-Kitties. Das waren quasi virtuelle Katzenbilder in der Blockchain. Und die konnte man dann miteinander paaren. Und je nachdem, was dann da rauskam, waren die neuen Bilder, die dann entstanden sind, noch mehr wert. Das sind also einzigartige, nicht veränderbare, nicht kopierbare Token. Werden aktuell zum Beispiel auch für virtuelle Sammelkarten genutzt. Gerade zum Beispiel Fußballspieler. Da gibt es eigene Firmen. So Rare heißt eine, die ist da im Fußballbereich sehr aktiv. Da wurde kürzlich ein Sammelbildchen vom Kylian Mbappé, vom Paris Saint-Germain, für 50.000 Dollar umgerechnet verkauft. Mittlerweile ist es sogar schon über 250.000 Dollar durch diese Kursentwicklung. Es wurde in Ether verkauft und Ether hat sich halt seitdem auch verfünffacht im Kurs. Also das ist ein ganz spannendes Ding. Es gibt in dem Bereich auch aus dem Basketballbereich in den USA derzeit, NBA ist da eine Kooperation eingegangen mit einer
mit einem Kryptoprojekt namens Flow Dapper Labs, die ursprünglich auch hinter CryptoKitties halt stehen, und die haben quasi so eine Art Spiel NBA Top Shot entwickelt, wo man halt so Basketball-Sammelkarten, könnte man das vielleicht so nennen, virtuell dann auch da hin und her traden kann. Und das ist natürlich ein sehr interessanter Markt. Da muss man halt sehen, wie das rechtlich überhaupt ist. Da habe ich gerade noch eine Anfrage bei einem bekannten Rechtsanwalt laufen, wie der das eigentlich so alles einschätzt. Und es ist natürlich eine Sache, da muss man sich in dem speziellen Bereich auskennen. Also jetzt im Sportbereich, Basketball, Fußball, Beispiele, da kenne ich mich noch einigermaßen gut aus. Da könnte ich noch sagen, ja, so ein Kylian Mbappé, das ist tatsächlich ein Topspieler, für den kann man, da kann man von ausgehen, dass der vielleicht seine Sammelkarte im Wert steigt, wobei das natürlich auch immer, wenn der sich morgen einen Kreuzbandriss zuzieht und vielleicht seine Karriere beenden muss, dann ist die Sammelkarte vielleicht bald auch nicht mehr so viel wert. Darauf hätte man natürlich dann auch selbst als größter Fußballexperte, als Franz Beckenbauer, keinen Einfluss. Also insofern, das ist ein sehr spezieller Markt, wo man sich dann auch in diesen Teilbereichen auskennen muss, die dann vielleicht auch gar nicht mal direkt mit Krypto zu tun haben, sondern halt Basketball, Fußball, Baseball, was weiß ich, was da alles gibt, oder halt Katzenbildchen. Der zweite Bereich ist dann schon größer. Decentralized Finance, DeFi, DeFi, wie auch immer man es nennen will, Deutsch oder Englisch, dezentralisierte Finanzmärkte. Was ist das? Im Prinzip auf Basis der Smart Contracts, in erster Linie noch von Ethereum, aber in Zukunft auch Cardano und anderen. Da gab es jetzt ein Update der Blockchain, sodass es in Zukunft dann da auch noch besser möglich wird, was auch notwendig ist, weil Ethereum doch sehr überlastet ist aktuell. Können im Prinzip alle möglichen Finanzdienstleistungen angeboten werden, also zum Beispiel Geld leihen oder auch, ganz interessant, Geld anlegen, wie früher auf dem Sparbuch. Man kann also Kryptowährungen anlegen, Bitcoin, aber auch andere, und kriegt dann tatsächlich Zinsen. Also die Älteren werden das kennen, die Jüngeren müssen das mal googeln, was das ist. Da kriegt man halt, wenn man seine 10 Bitcoins anlegt, kriegt man 0,05 nach einem Jahr gutgeschrieben. Wobei das in dem Fall täglich ist, sind dann natürlich halt dementsprechend kleine Bruchstücke, aber übers Jahr wird das dann zu 0,05, sagen wir mal, bei einem Zinssatz von 5%. Teilweise gibt es da auch sehr hohe Zinssätze, also teilweise kriegt man da 15%. Man muss sagen, je höher der Zinssatz ist, desto höher ist meistens auch das Risiko. Man muss halt auch sehen, wenn man das da fest angelegt hat, das kann man zwar auflösen dann, diese Geldanlage, wie früher so ein Sparbuch auch, aber dann kriegt man die Zinsen halt nicht, die verfallen dann. Und ansonsten, wenn man es halt durchhält, kann natürlich passieren, wenn ich 5% Zinsen kriege, aber der Kurs ist 20% gefallen, dann nützen mir die 5% Zinsen halt auch nicht viel, ne? Also gerade bei kleineren Kryptowährungen, wo es dann höhere Zinsen gibt, muss man sich auch klar machen, dass 40% Zinsen, die es vielleicht geben mag, dass das aber nicht unbedingt so super ist, wie es sich anhört. Ja, es gibt dann in dem Bereich sehr viel. Also es gibt dann virtuelle Börsen, an denen man aktuell noch Kryptowährungen handeln kann, in erster Linie gegeneinander, also zum Beispiel Bitcoin gegen Ethereum oder Decreed gegen was weiß ich, hauptsächlich Kryptos gegen Kryptos halt. Und dann gibt es, wie gesagt, den Bereich Staking, Geldanlage, wenn man so will. Dann gibt es den Bereich Lending, also könnte man vielleicht vergleichen mit Mintos, wo man halt anderen Leuten Kredit geben kann und dafür dann auch Zinsen kriegt. Je schlechter die Bonität des Kreditnehmers, desto höher kriegt man natürlich dann Zinsen, kann dann aber natürlich auch passieren, dass es ausfällt. Also es ist ein ganz, ganz spannender Markt, vor allen Dingen, weil das alles dann automatisiert funktioniert über halt diese Blockchains und diese Smart Contracts. Und im Prinzip das Ganze dann auch ohne Menschen. Und da gibt es dann auch teilweise kuriose Sachen. Also diese dezentrale Kryptobörse Uniswap, mittlerweile Platz 8 der größten Kryptowährungen geworden, dieser Uni-Token. Die hat vor, ist noch gar nicht so lange her, ein paar Monaten, 8, 9 Monaten, haben die gesagt, wir möchten die Leute, die uns nutzen, die möchten wir belohnen. Und hat dann wer eine gewisse Anzahl an Trades, also eine gewisse Anzahl Umsatz auch gemacht hat, der doch gehandelt hat, hat jeder dieser Kunden von denen hat 400 Token geschenkt bekommen. Ja, und dieser Token ist mittlerweile 32, 33 Dollar wert. Das heißt, wer vor 8, 9 Monaten die 400 Stück geschenkt bekommen hat, der hat quasi im Nachhinein 13.000 Dollar geschenkt bekommen. Ja. Und solche Beispiele gibt es halt immer wieder. Also es gibt immer wieder so Airdrops und so weiter, wo man halt wirklich auch geschenktes Geld bekommt. Das muss man ganz klar trennen von dem, was ich eben eingangs oder erzählt habe mit den Betrügern. Da muss man sich halt in der Szene ein bisschen auskennen. Aber dann kann man da sicherlich im Decentralized Finance Bereich sehr, sehr viel Geld machen oder verdienen. Costolani sagt immer machen, weil er sagt, da arbeitet man ja nicht für und dann ist es nicht verdient. Deswegen nehme ich auch immer machen gerne statt verdienen.
Ja, und zu guter Letzt war ja noch die Frage, aussichtsreiche Kryptowährungen in dem Bereich. Da gibt es natürlich sehr viele. Also man kann bei CoinMarketCap sogar sich die extra diese DeFi-Coins anzeigen lassen. Es gibt natürlich dann auch verschiedene Bereiche. Die größte dezentrale Kryptobörse wäre die Uniswap, die ich gerade eben schon genannt habe. Die ist natürlich jetzt auch schon sehr, sehr gut gelaufen. Also der Token ist der achtgrößte insgesamt. Da müsste man vielleicht ein bisschen vorsichtig sein, weil es schon ein bisschen heiß gelaufen ist. Zu den NFTs kann man noch Flow Dapper Labs sich anschauen. Der ist zuletzt auch gut gelaufen, aber jetzt in den letzten paar Tagen ein bisschen zurückgekommen. Ist jetzt der Bereich NFT. Hat jetzt nicht direkt mit Decentralized Finance zu tun, aber das hatten wir ja vorher. Ja, und ansonsten im Decentralized Finance Bereich zwei Token, von denen ich einen auch selbst besitze, komme ich gleich zu, wären Synthetix. Das ist der, den ich selbst besitze, Abkürzung SNX. Und der andere Universal Market Access, UMA. Was wollen diese beiden? Nun, die wollen nichts weniger als den kompletten weltweiten Handel revolutionieren, indem sie zukünftig alles, was gehandelt werden kann, über Blockchain handelbar machen. Das können Aktien sein, das können Derivate sein, das können aber auch Lebensmittel sein und so weiter. Es soll halt alles über deren Plattformen dann gehandelt werden. Was ist der Vorteil davon? Ja, ganz einfach, es funktioniert dann völlig autonom, also es wird alles computergesteuert, weil es halt über Blockchain, über Rechner alles funktioniert. Und es ist natürlich dementsprechend, weil es eben auch keine Menschen mehr braucht, 24/7-Handel möglich. Das heißt, ich kann dann auch an Weihnachten, an Heiligabend zum Beispiel Aktien traden und so weiter. Ja, der Unterschied zwischen SNX und UMA ist eigentlich, das ist wie so ein bisschen wie Pepsi und Coke. Also, die sind beide in dieselbe Richtung gehend. Okay. Mir persönlich gefällt Synthetix ein bisschen besser, weil es ein bisschen unabhängiger ist. Bei UMA muss man sagen, das ist von zwei ehemaligen Goldman Sachs-Managern gegründet worden, die da auch noch das Sagen haben. Das hat natürlich auf der einen Seite Vorteile, die kommen aus der Finanzbranche und kennen sich aus, haben sicherlich auch noch Beziehungen zu ihrem ehemaligen Arbeitgeber, wenn da vielleicht mal irgendwelche Finanzierungen notwendig sind, könnte da Goldman Sachs sicherlich helfen. Auf der anderen Seite hat halt Goldman Sachs dann auch schon seine Finger da so ein bisschen indirekt, zumindest im Spiel. Deswegen gefällt mir persönlich Synthetix ein bisschen besser. Deswegen habe ich auch Synthetix selbst investiert und UMA noch nicht. Aber ich würde das durchaus auch in Betracht ziehen, auch noch UMA dazuzunehmen. Und wie gesagt, das wären jetzt zwei dieser Projekte. Man könnte jetzt ein ganzes Webinar von 4 Stunden über das Thema machen. Und ja, es gibt, wie gesagt, mehrere hundert. Die sind dann auch in verschiedene Teilbereiche eben untergliedert. Einmal dezentrale Börsen, einmal Lending, einmal Staking und so weiter. Ja, würde jetzt zu lang werden, aber Synthetix und UMA sollte man sich mal anschauen. Und wie gesagt, nochmal der Hinweis, Synthetix halte ich selbst. Okay. Also man sieht, die Informationen zu diesem Sektor sind mannigfaltig. Wir haben jetzt hier schon sehr lange gesprochen und ich glaube, du hast nur einen Bruchteil deines Wissens den Zuschauern aktuell vermittelt und es gibt noch so viele Informationen, die du denen weitergeben könntest. Deswegen würde ich mich freuen, wenn wir in naher Zukunft dann nochmal uns zusammenschalten, dann vielleicht beim Bitcoin-Preis, der deutlich höher steht wie jetzt. Wenn die Zuschauer aktuell Fragen an dich haben, können sie die direkt hier unter diesem Video einstellen und wir werden dann dementsprechend auf diese Fragen drauf eingehen. Du bist aber auch bei uns bei Share Deals im Live-Chat. Da gibt es ein Kryptoforum, da bist du auch als Ansprechpartner da. Auch dort können sich die User registrieren und dir dann die Fragen stellen und da findet man dich und kann sich mit dir austauschen. Ja, definitiv. Problem ist halt aktuell nur, ich bin ein bisschen überlastet, ne? Also das hast du auch schon gemerkt bei dem Interview. Also aktuell, ja, habe ich jeden Tag, könnte ich 10 Interviews machen. Leider kann ich mich aber nicht teilen und möchte auch dann nicht irgendwie, ich habe auch keinen Angestellten, den ich da hinschicken könnte, dann müsste ich erst einen ausbilden. Das heißt, das kann mal ein bisschen dauern, aber in der Regel versuche ich zügig zu antworten, sagen wir mal innerhalb von 24 oder spätestens 48 Stunden. Und ja, dann bin ich mal gespannt, ob es Fragen geben wird. Perfekt. Sascha, ich bedanke mich recht herzlich bei dir und freue mich, dass wir eventuell in naher Zukunft uns dann nochmal hier zusammenschalten, wenn es neue Dinge zum Bitcoin gibt.